an der 1000-Freunde-Mauer. Mit Kia geht's immer nach oben, Freunde. Hallo Schalker, begrüße euch wieder herzlich zum Kia Autotalk im schönen blauen Kia vom Abi. Abi, Spiel gegen Ulm ist rum, brauchen wir nicht wieder viel drüber reden. Ja, erstmal Glück auf. Du hast vollkommen recht, darüber brauchen wir nicht mehr reden. War eine Katastrophe gewesen. Naja, okay, wir haben trotzdem da einen Punkt geholt. Wir haben mal zu Null gespielt. Zu Null gespielt, okay. Ja. Ich habe mich diese Woche direkt, oder viel aufgeregt diese Woche. Das mache ich jetzt aber nicht. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Regensburg wegschlagen, Peter, ganz einfach. Egal wie, unsere Zuschauer sind ja auch wieder da, 60.000. Ich hoffe, dass mal endlich die Spieler kapieren, dass wir ja nicht nur die Zuschauer haben, sondern dass die auch Gas geben müssen. Die müssen mal richtig Gas geben bei uns im Stadion. Sonst. Also, wir spielen gegen Regensburg. Wir haben jetzt zwei Spiele, gegen Ulm und Regensburg. Wir haben beide gesagt, wir müssen beide Spiele gewinnen. Ja. So. Und wir machen uns jetzt schon wieder Gedanken über Regensburg. Ja. Zu deiner Zeit, also. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da hast du vollkommen recht. Regensburg braucht man sich eigentlich keine Gedanken darüber zu machen. Auch die haben jetzt wohl zweimal gewonnen. Ja. Aber ich bitte euch, Regensburg, ey, da. Also da, wenn wir schon gegen Regensburg Angst haben, dann können wir doch gleich in die Dritte. Denn die nächsten vier Spiele haben wir in sich. Ja. Da kommen vier Brocken. Wird richtig dann schwer. Wird richtig schwer. So. Und, also wir müssen die Punkte brauchen wir unbeschwert. Auch wenn der Druck auf die Mannschaft vielleicht groß ist. Aber dafür sind das Fußballer, sind Profis. Das ist das tagtägliche Geschäft. Da müssen wir mit umgehen, oder? Sehe ich das verkehrt? Nur wir müssen langsam auch mal eine Truppe finden, die zusammenspielt. Ja, wir würfeln immer wieder die Truppe um. Mal defensiv, mal ein bisschen offensiv, mal. Wir haben kein System in unserem Spiel. Richtig. Ja, dass wir mal sagen, die Elf, mit denen ziehen wir das mal richtig durch. Und nur der eine oder andere kommt rein, wenn der eine oder andere verletzt ist oder kaputt ist. Ja. Ja, aber das muss doch jetzt mal langsam sein, dass wir eine Mannschaft finden, die wirklich durchzieht bis zum Schluss. Ja, ja. Jetzt haben wir einen neuen Sportdirektor, Juri Müller. Vielleicht kommt da nochmal der entscheidende Schub. Ja. Auch Holländer, der muss ja mit dem Trainer zusammenarbeiten. Ja, ich glaube, Juri war ja auch dafür, dass der Trainer da hinkommt. Ja. Jetzt hat er eine schöne Aufgabe. Ich weiß auch nicht, wie die da drauf gekommen sind, den Juri da als Manager oder sagen wir mal als Sportdirektor zu engagieren. Finde ich aber einerseits gut, weil Juri kennt sich aus im Fußball und das hätte ich eigentlich gedacht, dass die auf die Idee vielleicht ein bisschen eher gekommen wären, dann hätten wir wahrscheinlich eine halbe Million gespart. Auf jeden Fall, wenn wir uns nicht genommen hätten. Ja, obwohl Marc Wilmots ja auch ein super Typ und Spieler ist. Die reden ja nicht als Typen, die Typen, das sind alles gute Jungs und nette Kerle, da gibt es ja gar nicht rum. Es geht nur darum, jeder muss seine Arbeit machen. Und seine Arbeit muss in einem Verein gut gemacht werden. Sonst steht man da, wo wir jetzt stehen. Ja, vollkommen richtig. Ja, drückt man dem Juri die Daumen auf jeden Fall, dass das klappt. Und, ich glaube, der Juri, der kriegt das schon hin. Dass der vielleicht auch mal mit der Mannschaft vorher spricht und sagt. Ja, Juri, ich meine. Der kommt aus dem Leben. Also der hat ja auch unter Stevens gearbeitet. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er das ein oder andere mal in der Kabine sagt. Ja. Oder auch dem Trainer vielleicht hilft. Ich weiß es aber nicht, was für eine Aufgabe er da so richtig hat. Nochmal auf das Spiel gegen Regensburg zu kommen. Zählen nur drei Punkte, habe ich. Ach, Peter, wir brauchen gar nicht drüber reden. Ja, meine ich doch, wenn du gegen Regensburg verlierst. Ja, oder Punkte wieder liegen lässt. Das wäre eine Katastrophe. Ja, ja. Dann würde ich sagen, dann wird das Stadion langsam explodieren. Denn bis jetzt ist noch alles ruhig bei uns im Stadion. Ja. Und ich hoffe, dass es ruhig bleibt. Und wenn wir gewinnen gegen Regensburg, dann ist es okay und Feierabend. Ja, ich meine, die haben das natürlich auch einfach, die Regensburger. Die haben das natürlich auch einfach. Die kommen hier nach Schalke, haben nichts zu verlieren. Ja. Regensburg hat zweimal gewonnen und die Pokal gegen Fürth und gegen Elversberg. Naja, okay, wollen wir mal sehen, was passiert, Peter. Schalker, wir glauben an euch, wir glauben an den Verein, wir glauben an den Sieg gegen Regensburg. Auf jeden Fall. Ein Sieg muss her gegen Regensburg. Getippt wird heute nicht. Nein, auf keinen Fall. Das stimmt nicht. Glück auf! Glück auf!